Ihr wollt, dass ich aus dem Herzogspalast stehle? Sicher, wenn der Preis stimmt. Ich habe kein Interesse an diesem Unsinn. Sicher, wenn der Preis stimmt. Oh, ich habe eine tolle Belohnung im Sinn. Ja, die ist wirklich super. Aber zuerst bringt mir den Wein. Ich bringe euch welchen, sobald ich mich in den Palast schleichen kann. Wie erkenne ich Rubinwein? Er hat einen sehr scharfen, würzigen Geruch. Normaler Wein riecht einfach weinig. Ihr wollt wirklich, dass ich ein Fass aus dem Herzogspalast stehle? Nein, stehlen, verdammt, das ist einfach etwas Gold da. Ich brauche nur diesen Wein. Da gibt mir genug Gold, um ein Fass Wein zu kaufen, damit ich es da lassen kann. Schön, hier ist ein Täschchen mit 50 Goldstücken drin. Lasst es anstelle des Weines dort. Ich bringe euch welchen, sobald ich mich in den Palastkeller schleichen kann. Beeilt euch und bringt mir den Wein, so schnell es geht. Tage voll Wein und Diebstahl. Ich könnte mich in den Keller des Herzogspalastes schleichen, um den Rubinwein zu Worum? bekommen. Ich werde mich im Was Handumdrehen heißt da oben schleichen? machen. Ich kann einfach reingehen. Ja? Wie ihr wünscht. So, jetzt gehen wir aber erstmal nach oben, weil hier unten gibt es niemanden mehr zum Out! Reden. Get out, Ich werde mich im vile Handumdrehen darum poxy kümmern. snake! Okay, Safana streitet. Ich bereue den Tag, an dem ich euren edlen Namen gehört habe, Wiesel. Ich bin ein Wiesel und eine Schlange, und eine Schlange? Das ergibt keinen Sinn. Ah ja, Koran. Ich habe einen Dolch, wisst ihr? Glaubt ihr, ich werde ihn nicht benutzen? Geht raus hier, raus hier. Kenne ich euch? Erkennt ihr mich nicht, Koran? Wahrscheinlich am besten, wenn es so bleibt. Nein, ich glaube nicht. Erkennt ihr mich nicht, Koran? Was ist das jetzt? Täuscht mich meine Augen. Könnte das wirklich Brenno hier sein, der vor mir steht? So ist es. Ich bin froh, dass ich euch getroffen habe. Ich brauche eure Hilfe. Wenn nicht, hat jemand einen schrecklichen Fehler gemacht. Wie geht es euch, Koran? Nein, wir sehen uns nur ähnlich. Nehmen wir mal die zwei. Besser, da ich euch getroffen habe, aber ich muss jetzt gehen. Wenn Safana mich beim Rumlungern erwischt, könnte sie ihre Drohung wahrmachen und bestimmte Teile meines Körpers abschneiden. Teile, die ich nur sehr ungern verlieren würde, wenn ihr wisst, was ich meine. Vergebt mir, wenn ich nicht hier verweile. Ihr nehmt diesen Edelstein. Ich habe ihn von einem liebenswerten Elfenmädchen erhalten. Sie war so liebenswürdig und so still. Safana war natürlich wütend. Ich hätte das verdammte Ding niemals annehmen sollen. Aber es wäre unhöflich gewesen, es abzulehnen. Ich war gut, passt auf euch auf. Hoffentlich sehen wir uns bald unter besseren Umständen wieder. Koran wird sich mir nicht anschließen. Koran sucht das Weite. Flupp ist er weg. Und ich habe einen Wasseropal gekriegt. Ja. Ist hier oben sonst noch jemand Besonderes, mit dem ich reden kann? Mägde und Gardisten. Raubmörder? Wie kann ich helfen? Ich werde mich im Handumdrehen darum kümmern. Damn you to all nine hells, Koran. I swear I'm going to... Oh. Hello. Verdammt, Koran, ich schwöre, ich werde... Oh, hallo. Seid gegrüßt. Wie geht es euch heute, Safana? Hallo, Safana. Schon weile hier. Ihr seht gut aus. You know what I always admired about you? Your keen sense of observation. Well, don't just stand there. Come in. Wisst ihr, was ich euch an euch immer bewundert habe, wenn ihr euer scharfes Gespür für Beobachtung? Nun steht nicht da rum, kommt herein. What brings you to my door? Was bringt euch zu meiner Tür? Ich brauche eure Hilfe. Ich werde mich einer Karawane der flammenden Faust anschließen, die nach Norden zieht, um Kelas Kreuzung entgegenzutreten. Wir können eine Frau eurer Begabung brauchen. Der Wunsch, euch zu sehen, reicht nicht aus. Heute Abend drangen Attentäter in den Herzogspalast ein und versuchten, mich zu töten. Sie wurden von Kayla Argent geschickt. Nichts von Bedeutung. Es gibt andere Orte, die ich heute noch besuchen muss. Lebt wohl. Der Wunsch, euch zu sehen, reicht nicht aus. Nice try. I've spent the last month with that two-faced elf Koran. A flattering tongue will get you nowhere. What do you want, really? Netter Versuch, Benno. Ich habe den letzten Monat mit dem heuchlerischen Elfen Koran verbracht. Sprechende Worte bringen euch nirgendwo hin. Was wollt ihr eigentlich? Ich brauche eure Hilfe. Eine Expedition der flammenden Faust reist nach Norm, um Kelas Kreuzzug entgegenzustellen. Ich werde dabei sein. Ich möchte, dass ihr euch mir anschließt. Wir können eine Frau eurer Begabung brauchen.
Ihr habt ein gutes Gespür, es stimmt. Aus einem anderen, ich bin aus einem anderen Grund hier. Eigentlich mehreren, aber das Wichtigste ist, dass wir eure Hilfe brauchen. Eine Begleitung bei der Reise nach Norden. Ich werde mich der strahlenden Dame entgegenstellen. Kayla Argent. Wer? Kayla Argent, sie ist verantwortlich für die Flut von Menschen, die die Stadt strömen. Wir werden sie gegen sie kämpfen. Wir möchten eure Hilfe. We or you? Wir oder ihr? Ich möchte, dass ihr mitkommt. Was würde euch dazu bringen, ja zu sagen? Wir. Ich möchte. I could never say no to you. Then again, I can't think of a single thing you could ask that would make me want to. Ich könnte niemals Nein zu euch sagen, Bueno. Andererseits kann ich mir keine Frage von euch vorstellen, die ich mit Nein antworten wollen würde. Want me? Yay, Safana ist meiner Truppe wieder beigetreten. Sie hat sogar noch einen Teil ihrer Ausrüstung. Eigentlich hat sie die Ausrüstung, die ich hier nicht weggenommen habe. Ja, jetzt 10 Gold. Mäuse, die über Säcke Mehl und Hafer und Schrot hüschen, müssen sich noch durch das Sackleinen fressen. Sie hat scheinbar immer noch ihre selben Erfahrungspunkte. Und wahrscheinlich auch alles andere, was ich hier so beigebracht habe. Ja. Zuflucht der Flüchtlinge. Ich sollte Garchen die Nahrung bringen. Interessant, ich habe eine Quest getriggert. Ich könnte zum Hauptquartier der Flammenden Faust gehen und nach Garach und fragen, der mich zur Taverne Elfgesang begeben, um ihm mehr Lebensmittel zu besorgen. Ja, ich gehe aber trotzdem zum Hauptquartier. Das war die Quest, okay. Ich werde mich im Handumdrehen darum kümmern. Ja, Raubmörder, die sich ständig prügeln. Bürgerinnen und Bürger. Dieser Tisch wurde für ein Festmahl für gut bezahlende Gäste gedeckt. Ein kleines Trinkgeld. Habt ihr das Bier bestellt? Verzeihung, ich habe euch verwechselt. Okay. Wie ihr wünscht. Es ist mir eine Ehre, Benno. Es ist mir eine größere Ehre, gnädige Frau. Das ist Safana. Das ist Hauptmann Shell Corvin von der Flammenden Faust. Hauptmann Shell Corvin von der Flammenden Faust, das ist Safana. Sie hat keine besondere Zugehörigkeit. Nehmen wir das Erste. Schön, euch kennenzulernen, Safana. Ich freue mich auf unsere Zusammenarbeit. Do you now? We'll see how long that lasts. Ach wirklich? Mal sehen, wie lange das anhält. Mit dem Bereich zum Aufbruch? Ja. Dann lass uns gehen. Bleibt in meiner Nähe, Safana. Auf den Straßen ist niemand sicher und eine Frau, die so schön ist wie ihr, schon gar nicht. Alright. Alles klar. Ich glaube, Safana kann ziemlich gut auf sich selber aufpassen. You've a fair number of friends, but we should head back to the Ducal Palace. You need to get some rest before we head out in the morning. Ihr habt eine beachtenswerte Anzahl an Freunden, Benno, dir. Doch wir sollten zurück zum Herzogspalast. Wir müssen euch etwas ausruhen, bevor wir uns am Morgen aufmachen. Ich bin in der Stadt noch nicht fertig. Ich will erst noch ein paar Dinge erledigen. Wie ihr wünscht, ich werde bei euch bleiben, bis ihr euch entscheidet, zum Palast zurückzukehren. Ihr braucht nur zu fragen. Wie ihr wünscht. Verdammt und zugenehm, wir werden niemals am Ziel ankommen, ja. Hey, jetzt habt ihr
ihr Geld von meiner Einzahlung überbracht? Ja, das habe ich. Ich soll euch sagen, dass euer Konto auf den neuesten Stand gebracht wurde. Ich wusste, dass ich auf euch zählen kann. Mir sind die Gerüchte egal. Ihr seid ein guter Mensch und ich werde das auch jedem sagen, der es wagt, etwas anderes zu behaupten. Was? Was für Gerüchte? Bruno, das ist nur Gerede. Ihr wisst ja, wie die Leute so sind. Einige behaupten, ihr hättet mit Sarivok gemeinsame Sache gemacht, bevor ihr ihn getötet habt. Andere sagen... Ach, das ist ohnehin alles Unsinn. Ich werde alle, die euren Namen erwähnen, darüber aufklären, was Sache ist. Solange ich die vereinbarte Bezahlung erhalte, könnt ihr sagen, was ihr wollt. Natürlich, 5 Goldstücke waren es, oder? Bitte sehr. Danke, Held. Ihr solltet jetzt wohl nach Hause gehen. Genießt euren Aufenthalt im Baldur's Tor. Tera hat sich sehr gefreut, dass ich ihr Geld erfolgreich eingezahlt habe. Ihr braucht nur zu fragen. So, in den Keller sollte ich. Ich habe ja jetzt Safana bei mir. Whatever you like. Ach ja, einen Unsichtbarkeitstrank, den kann ich hier geben. Und... Wo sind meine Diebestränke? Your need. Right. So, da war sogar eine Falle dran. So, dann haben wir mal mit dem Herzogsschatz unsere... unser Geld ein bisschen aufgebessert. Ich meine, wenn schon der Schatzmeister, der Herzog, mein Geld verschlammt und verschenkt, dann ist es nur recht, wenn ich mich hier entschädige. Auch wenn es nicht wirklich mein Geld ist. Also das viele Geld. Diese staubigen Eichenfässer enthalten eine fruchtige, wohlriechende Flüssigkeit. So sieht nach dem richtigen Wein aus, den nehme ich. Nehme diesen Wein und entlasse Geld für ihn da. 50 Goldstücke sollte ausreichen. Eine fruchtige, wohlriechende. Das sieht nicht wie der richtige Wein aus, okay. Wie kann ich werde mich im Handumdrehen darum kümmern. Er soll würzig sein, hieß es. Also fruchtig klingt nach Standard. Diese stammigen Eichenfässer enthalten eine dunkelrote, hochkonzentrierte Flüssigkeit. Auch nicht der richtige. Diese stammigen Weinfässer haben einen scharfen, würzigen Geruch. Okay, das müsste der richtige sein. Das hier. Diese Eichenfässer haben einen dunkelvioletten Ton. Mhm. Das hier ist dann der richtige. Den nehme ich. Sehr schön. Den soll dann aber Minsk tragen. Wo ihr braucht, nur zu fragen. Oh nein, ich lasse kein Geld da. Naja, hier sind Pfeile, die ich Safana geben kann. Schutzumhang bringt leider nichts. So. Gut. Machen wir es so.
Ja, ich werde mich im Handumdrehen darum kümmern. Wie ihr wünscht. Sie müssen Ihre Runde noch mehr vergrößern, bevor Sie weiterziehen können. Wie ihr wünscht. So, die Nahrung kriegt der Typ erstmal nicht. Jetzt geht es erstmal zur Elfgesang zurück, damit wir das den Wein da abgeben können. Dann zum flammenden Faust, Eisenton und dann zurück zum Herzogspalast. Ihr braucht nur zu fragen. Aber ja, so lebendig war Baldur's Tor auch noch nie. Haben sie richtig gut hingekriegt, das Flüchtlingsdrama. Wie ihr wünscht. Wie kann ich... Ihr braucht nur zu fragen. Du sollst immer das Glück eines warmen Herzens und eines warmen Zuhause haben. Ihr seid zurück. Habt ihr schon meinen Rubinwein? Woran kenne ich den Wein? Scharfen, würzigen Geruch. Ich bringe euch ein Fass, ja. Ja, ich habe ihn. Das ist definitiv Rubinwein. Ihr habt ihn. Ich bin gerettet. Die Taverne ist gerettet. Was mit Rubinwein? Wie war das noch mit der Belohnung? Ihr nehmt diesen Helm als Belohnung. Herrlich, findet ihr nicht?